Hallöchen, meine lieben Damen und Herren, heute starten wir durch mit Call of Duty Cold War. Natürlich hier mit einem MP5 Waffenguide und noch nebenbei mit Tipps und Tricks hier für die Goldtarnung, wie ihr die leichter erhalten könnt für die MP und mit vielen weiteren mehr. Wenn ihr drauf Bock habt, gerne dranbleiben, Daumen nach oben wäre schön und dann starten wir direkt durch mit dem Waffenguide. Jo, wir hätten direkt am Start die MP5, natürlich mit der Goldtarnung. Und bei der Mündung hätten wir draufgepackt Infanterie-Kompensator, damit habt ihr mehr Treffergenauigkeit, aufwärts beim Wackeln. Seitwärts wackeln könnt ihr dann auch noch gleich hier verbessern mit anderen Attachments. Beim Lauf hätte ich euer Sonderkommando für nochmal mehr Schaden, effektive Reichweite, Projektilgeschwindigkeit. Der Nachteil wäre die Treffergenauigkeit und die Muni, aber darüber gleich mehr. Dann hätten wir noch mit dabei, mit am Start natürlich, den ruhige Handlaser-Markierer, der hat keine Nachteile, nur Vorteile. Die anderen könnt ihr auch gerne nehmen, aber ihr braucht keine Taschenlampe, finde ich. Tempogriff, mehr Beweglichkeit beim Sprinten und mehr Treffergenauigkeit. Aber beim Feuern werdet ihr ein bisschen verlangsamt, aber gar kein Problem. Könnt ihr noch immer gut verwenden. Dann bei der Muni, mein größter Tipp, immer hier Magazine mitnehmen mit mehr Kugeln und Schnelllader. Beide in einen kombiniert, finde ich echt gut, aber der kleine Nachteil wäre die ZV-Geschwindigkeit, die geht runter dadurch. Aber bei anderen habt ihr auch eine Menge Nachteile immer mit am Start. Mein Tipp, nehmt einfach das dritte oder das letzte Magazin, was ihr freischaltet. Bei Handgriff habe ich hier Tempo-Tape drin, damit könnt ihr schneller annehmen, allgemein und auch nachher sprinten. Aber mit den anderen Umwicklungen könnt ihr auch Dropshotten und verwackelt weniger. Könnt ihr nehmen, wie ihr wollt, aber die anderen haben halt immer Nachteile bei der Beweglichkeit. Am Ende hätte ich hier noch den Schaft Plünderer. Dadurch könnt ihr nach dem Sprint direkt losfeuern und könnt auch im Aim drin bleiben ohne Probleme. Nachteil wäre Hüftfeuer, aber durch Lasermarkiere haben wir da ein klein wenig dagegen gewirkt. Finde ich gut, könnt ihr gerne nachbauen. Und natürlich hier hätte ich mit am Start die innere Raketenwerfer momentan. Dann hier Stim, C4, Richtmikrofon. Dann noch ein Perk, nämlich hier Daten weiterleiten. Dadurch habt ihr eine größere Minikarte, dann Attentäter, damit ihr Leute findet und Gung-Ho für die Mobilität. Und damit ihr hier alle Attachments reinmachen könnt, Revolverheld. Unbedingt reinpacken und gerne nachbauen. Und wegen der Goldtarnung, ja, 300 Leute töten geht relativ flott und einfach. Dann noch Streifentarnung für Volltreffer. Dann klassische Tarnung, da müsst ihr halt blutrünstig erreichen, auch kein Problem am Start. Dann ja, Fernkämpfer, bei geometrisch. Flora, die Tarnung kann ich euch kurz erklären. Leute blenden, Leute betäuben. Oder halt auf der Karte markieren mit einer Drohne oder mit Richtmikrofon. Dann noch mit dabei Wissenschaft. Ganz nah an die Gegner dran gehen und Leute töten. Am besten auf Mobilität bauen, reinpushen. Und ja, kann ich gerne gleich nochmal einen Tipp geben. Und dann am Ende noch die Tarnung für Doppelkill. Wenn ihr alle durch habt, bekommt ihr die Waffe auf Gold. Natürlich hier für die MP. Und ja, Goldtarnung finde ich relativ cool gemacht. Aber natürlich wollen wir alle Diamant und Dark Matter erhalten. Werde ich noch machen, gerne dranbleiben. Jo, Leute, ihr kennt natürlich alle die MP5, die beliebteste Waffe in jedem möglichen Shooter. Und natürlich in Call of Duty Cold War auch momentan total beliebt, da man natürlich die Waffe ab Level 0 freischaltet. Jeder möchte die hochleveln auf Gold bekommen. Und natürlich momentan eine kleine Meta-Waffe. Mein kleiner Tipp für jeden Anfänger, gerne probieren und nachbauen, denn ich denke mal, die Waffe wird wahrscheinlich runtergenervt, weil alle damit spielen. Und natürlich möchte jeder die Waffe auf Gold bekommen und dafür gebe ich euch heute ein paar kleine Tipps noch auf den Weg, wie ihr die leichter erhalten könnt. Die Goldtarnung kann nämlich echt nervig werden. Unter anderem hier Fernkämpfermedaillen, dann noch die im Nahkampf oder hier die andere neue Aufgabe. Einmal kurz nochmal erklärt wegen Longshot-Medaillen, dafür am besten hier Scope draufpacken. Einfach mit Zoom und dann halt einen Griff, langer Lauf. Und ja, Hardcore und Campen. Wenn ihr wollt, kann ich darüber nochmal ein Video machen, wie ihr mit den meisten Waffen leichte Fernkämpfermedaillen bekommt für die Goldtarnung. Geht eigentlich relativ einfach in Hardcore-Modi und mit ein klein wenig Übung. Dann der nächste Punkt, die Nahkämpfer. Ihr müsst verdammt nah an die Gegner dran. Blendgranaten einpacken, da macht ihr auch die andere Aufgabe gleich mit und einfach reinpushen. Ja, Gung-Ho rein, Blendgranate rein, Leute blenden und ganz nah dran, Kuscheldistanz. Wirklich ohne Scherz 1 Meter Abstand, damit ihr dafür die Medaille bekommt. Ich hoffe mal, die Entwickler werden da noch ein klein wenig dran schrauben. Weil ja, 1 Meter, damit man hier Nahkämpfer bekommt. Oder 40 Meter für einen Longshot bei der MP5. Echt ein klein wenig brutal. Im Hardcore-Modi macht ihr natürlich mit den meisten Waffen immer One-Hit. Aber mit hier der MP5 macht ihr dann Hitmarker für den Longshot-Bereich. Two-Hit-Kill geht aber total in Ordnung. Mit ein klein wenig Übung könnt ihr den Longshot auch gut hinbekommen. Nahkämpfer, wie schon erwähnt, reinpushen, Leute blenden. Und wenn ihr wollt, auch hartnäckig in der Ecke campen. Auch einer der Probleme hier in Cold War, den ich finde, durch das Movement, wegen der Sprint-Out-Time, wegen der Beweglichkeit, erst recht mit der LMG oder Sniper-Rifle, campen mehr Leute. Und ich bin einer, ich pushe gerne und in vielen Runden denke ich mir nur, ach komm,
alle am Campen, keiner irgendwie am Moven, wie hier auf der Karte gerade meine Teamkameraden. Ja, wunderbar, finde ich echt toll. Aber mein Tipp, wenn ihr echt hier die Waffe umbaut, wie hier ein Waffenguide, dann habt ihr nochmal mehr Beweglichkeit, könnt schneller nach den Sprinten feuern und natürlich mit ein klein wenig Glück könnt ihr auch gute Runden schaffen. Naja, ihr könnt gute Runden schaffen. Natürlich, die Runden in Call of Duty Cold War werde ich auch andauernd gefragt. Ja, wir haben Skill-Based Matchmaking drin, aber ich finde das gar nicht mal nervig, weil man kann immer wieder gute Runden schaffen, dann wieder schlechte Runden. Wir haben eigentlich einen Mischmasch und ja, mit ein klein wenig Übung kann man eigentlich auch klarkommen in Call of Duty Cold War. Rein movement-technisch finde ich das gar nicht mal so verkehrt, im Vergleich mit Modern Warfare mit Angelehne, Gecamp und Co. Aber mein wichtiger kleiner Punkt, bitte mehr Karten einbauen. Bald kommt Nuketown und auf Nuketown könnt ihr dann eure Waffen total schnell hochleveln. Gleich wie bei Crossroads, hier die kleine Schneekarte am Anfang der Runde. Und dort werdet ihr relativ einfach eure Waffen, ja, auf Gold bekommen können. Momentan aber noch immer ein kleiner Haken hier am Tag 1 in Call of Duty Cold War, wo ich hier gerade mein Video aufnehme. Wir leveln irgendwie die Waffen total lahmarschig. Ich hoffe, die Entwickler machen dann noch ein paar Kleinigkeiten im nächsten Update. Und natürlich werde ich dann darüber berichten. Und natürlich werde ich noch ein Video machen mit hier Raketenwerfer-Tipps für die Goldtarnung. Wenn ihr darauf Bock habt, gerne dranbleiben, Kanal abonnieren und dann abchecken, wenn es da ist. Und natürlich dann an der Stelle, meine Freunde, haut rein und goodbye.